Bis auf meinem Arsch! Scheiße! Morgen, Jungs! Peace! On the streets! Depp! Wir haben keine neue Version. Aber gibt's auch noch nicht. Aber eine neue Map haben wir. Von der Gamer36. Die soll jetzt nochmal dreimal größer sein als seine vorherige Map, die schon riesig war. Dreimal, oder? Dreimal, ja. Three times. Und es soll Gate A und Gate B geben. Und wahrscheinlich alle SCPs, wenn es sich nicht täuscht. Mhm. Und er hat gesagt, wenn wir Gate A finden, dann sollen wir das Spiel abbrechen, weil der Weg von Gate A zu Gate B so gigantisch lang ist. Außer wir wollen Gate A erreichen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen Gate B. Verkack's aber nicht. Oh, Fleck. Also er hat uns auch den Tipp gegeben, an der ersten Kreuzung rechts zu gehen, damit wir zu SCP 014 kommen. Und auf dem Weg dorthin sollen wir 4 Keycards finden können. Da ist schon die erste. Und die erste haben wir jetzt. Das ist jetzt die zweite dann. Inklusive Navigator. So, das ist jetzt eine Kreuzung, ne? Da sollte jetzt rechts gehen. Ja. Jetzt so. Closen wir mal die Door. Da unten ist wahrscheinlich wieder eine Keycard. Ja. Warte mal, da hängt was Neues. Haben wir das schon mal gesehen? Who's this? You never know who's listening. Maintain OPSEC. Die NSA. Stimmt, das habe ich noch nicht gesehen. Da ist die Keycard. Level 1 oder 2? 1, 2 und 1 haben wir jetzt. Okay, was ist denn Level 1? Nächster Raum. Noch nicht. Nochmal, ah. Alle, die alle hintereinander gebaut, oder was? Kommen wahrscheinlich nochmal dreimal jetzt. Jetzt haben wir ja 4 Keycards. Das müssen jetzt alle sein. Ja, genau, 914 ist das jetzt. So einfach hättest du es uns auch nicht machen brauchen. Na, das finde ich schon gut. Das ist ja für Doofies. Also hauen wir alle auf einmal rein, oder? YOLO. Probier es einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann fangen wir nochmal an. Hau alles rein, auch die Maske und alles. Und eine Batterie. Nein, Batterie nicht. Ich weiß. Das hättest du nicht reinschmeißen müssen mit einem Origami-Schlüssel. Ja, Origami! Unnötig! Engage! Da, Verbands... Ah, scheiße, Verbandskasten jetzt noch mit. Mann. Alle lieben Origami. Jetzt das andere. Jetzt pass mal auf, ob wir jetzt lauter Nieten haben. Man sieht gar nichts, sind alle weg wahrscheinlich. Die Spannung steigt. Und, eingesammelt und. Das sammelt die Karten zuerst ein. Nein. So, jetzt passt nicht mehr rein, weil dein Origami umliegen wollte. Eine Omnicard. Alter. Junge. Das hat geklappt. Hat sich gelohnt. Schmeiß mal deinen Origami weg da und mach den Verbandskasten. Wir da hier eine strange Bottle bekommen. Das mit diesen Atemgeräuschen, das ist zwar das war gut, dass er das so mit eingebaut hat, aber wir reizen ja das meistens immer bis zum Limit aus, ne? Also wahrscheinlich hört man uns dann die ganze Zeit atmen. Also wenn ich spiele zumindest dann, ich renne ja immer so bis zur Hälfte ungefähr, bis zur Hälfte, wie Stamina verbraucht ist. Lass es wieder ein bisschen regenerieren und renne dann wieder weiter. So, wir kommen jetzt von links. Richtig. Jetzt gibt es wahrscheinlich zwei Wege. Gimme geht, da lang. Genau, ja. Gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt musst du dich umdrehen, glaube ich. Das war wieder, dass sich die Räume gechanged haben. Warte, dahin, ne? Ja. Dann dreht es das irgendwie. Ja, warte, das ist voll komisch.
Oh wieder. Mann, ey! Ja, da kommst du jetzt wieder her. Der hat eine Loop gebaut. Immer wenn es so wackelt, dann muss. Ja, aber wenn das jetzt jedes Mal kommt, dann ist es immer eine Endlosschleife. Nein. Weil du einfach immer nur in die Richtung laufen musst, wo du herkommst. Gehen wir mal da lang? Ich weiß nicht. Aber dass ich meine Wiki. Ich wäre jetzt eher rechts gegangen. Ne, da gehen wir, da ist eine Sackgasse. Ja, okay. Das ist halt der Elektriker. I hope so. Hä, nee. Here we go. Hallo? Komm ja doch. Doch. Bist du wieder im Rock? Okay, es war Sackgasse. Das hat jetzt fies gemacht, weil das sah jetzt genauso aus wie der Weg, wo wir hergekommen sind. Boah, das war irgendwie gruselig. Gruselig. Hat er jetzt eigentlich gesagt, Ninetales Fox entered the facility? Keine Ahnung. Oder was war das für eine Durchsage? Ich weiß es gar nicht. Wir sind jetzt geradeaus, das heißt, wir müssen jetzt. Ja, nach rechts, ja, da. I knew it. Wieder rein und hol die Encyclopedia of Diseases. Und den Ring, maybe. Sehr sinnvoll, hier alles doppelt zu. Ich mach's in Batterie weg. Alter, aber brauchen wir nicht. Du hast eh keinen Platz mehr. Ich mach's in Batterie noch weg. Jetzt brauchst du die Enzyklopädie auf die Season, dann hast du noch einen freien Platz. Und die Mastercard kannst du wegschmeißen. So, aber noch nicht nehmen, warten bis wir eine Pille haben. Und dann. Aber nicht vergessen, weil das letzte Mal haben wir es nicht mehr gemacht, dass wir dann gestorben. Nicht die Pille vergessen. Haben wir keine Gelegenheit dazu. Wir dürfen nicht die Pille vergessen zu nehmen. Wolltest du das eigentlich schon ausprobieren in dem Ring? Ja, ne? Mit dem Ring da reingehen? Wo reingehen? Mach einfach mal. Aber ich glaube, das haben wir schon mal ausprobiert. Bin mir aber nicht sicher. Dass der Ring dich vor dem Einfluss von diesem Notenblatt eben schützt. Put on the ring. Ein Mental Shield baut der Ring auf. Dann bist du nicht zu empfänglich. Hör mal auf zu laufen. Nee, das läuft nicht von alleine hin. Das heißt, das Mental Shield funktioniert. Aber ich glaube, das haben wir schon mal ausprobiert. Bin mir aber nicht sicher. Jetzt wissen wir, dass wir es haben. Ja. Haha. Das habe ich eben schon angenommen. Gut, ich höre jetzt Tokyo Hotel, ohne psychische Schäden davon zu kriegen. Caution, light. So, das nächste wäre jetzt die Pocket Dimension mit dem Ring. Was ist da die... Wenn die Pocket Dimension sowas... Ich weiß nicht, ob das wirklich eine andere Dimension ist, oder... Ob das quasi Einbildung von uns ist. Verstehst du? Aber wenn es in unserem Kopf stattfindet, die Pocket Dimension, dann müsste der Ring es davor schützen. Ist das was da? Nur weil wir es sehen? Genau. Ich kann durch Wände gehen. Nein. Nur Notfall. Mach wieder zu. Aber sollen wir nicht noch alle anderen Wege? Also wir laufen ja quasi von den Kerkern, ja, was ganz hinten unten im Komplex ist, laufen wir ja zum Ausgang hin. Aha. Und ich finde es unlogisch, dass wir durch die Heavy Containment Zone gehen müssen, um in den Office Truck zu kommen. Eigentlich müsste erst Eingang, dann Office, dann Dark Containment und dann Heavy Containment kommen. Ha. Das wäre sinnvoller, finde ich. Das liegt in der freien Gestaltung. So, mach mal einen Navigator. Das würde jetzt mal links sagen. SCP-Notran. Ja, schau erstmal links. Links, links und dann die andere Richtung. Da kommt SCP-Notran-73. Vielleicht habe ich ihn gesehen. Ja, ich habe es gesehen, aus dem Augenwinkel. Du bist aber auch so schreckhaft dort. Ah, da ist die Glocke. Gleich mal läuten. Die Glocke. Ja! Wow! Alter. Dann schmeißen wir wieder was weg, damit wir Platz für die Pille haben. Aber meinst du, wir kriegen mit dem Ring überhaupt diese Halos? Ja, der Ring hat ja erst eine Wirkung, wenn wir ihn anhaben. Wir haben ihn an. Hast du ihn angeputtet? Ja, wir haben doch angeputtet, wo wir dann, ihn... Dann machen... Oder wir testen. Dann. Ich will aber diese Halo wieder sehen. Mach mal den Ring weg. Put took off. Okay, und jetzt... Genau. Und Anna hat, glaube ich, in die Kommentare geschrieben, dass wir die Glocke mal da unten läuten sollen, bei diesem Sargdings. Ja,
Hat er auch gesagt, was es bringen soll? Nee. Ich glaube, das ist eine Sackgasse, oder? Ja, aber gehen wir trotzdem. Da gehen wir hin. Einen kurzen Sack swallowen. Während dem Video. Sind wir jetzt Maintenance? Ne? Ja, wer weiß, ob das eine XXL-Episode oder nicht. Ich glaube, das ist Zombie. Aber bei Maintenance, da ist oben immer so ein Schild, das habe ich jetzt nicht gesehen. Nein, das ist Zombie. Mauspark, extrem fetter Mauspark. Drück mal, dann kommt. Jetzt muss runterfahren. Geh zurück. Wir fahren. Kommen wir in die Strange Portal. Da unten wäre es eigentlich nochmal eine Gelegenheit gewesen, nochmal zu läuten. Wir wollen hier was sehen. Also. Jetzt schauen wir mal auf den Navigator, wo er uns wieder rausgelassen hat. Ah ja. Ah ja. Ja, das ist bloß ein Raum, glaube ich. Das ist halt nur als ein Raum. Das ist eine Pocket Dimension. Weil du fährst ja. Das ist ja diese Tür. Da ist nicht drin. Was und diese Tür mit diesem Keycode-Feld da, ne? Was hab ich gemacht? Hörst du mir zu? Was? Da bei, vor diesem Aufzug ist die Tür mit diesem Keycode-Feld, wo man nicht durchkommt. Ne? Ja. Und da fährst du mit dem Aufzug runter, läufst dann so, ja, das Ding, gehst fesseln auf der anderen Seite wieder hoch und dann siehst du die Tür von der anderen Seite quasi. Deswegen ist es nur ein Raum. Man läuft ja auch im Kreis im Prinzip wahrscheinlich, oder? Und dann ist ja nur eine Wand zwischen den Aufzügen. Genau. Du hast es erfasst. Hey, wieso kommt da eine Kreuzung? Mach mal. Ah, okay, jetzt wirklich. Ja, left and right. Da ist bestimmt was Wichtiges. Ah, geh mal da runter und läute die Glocke. Junge, bald ist Halloween. Stimmt, was ist an Halloween? Arrival. Kommt ein neues Update oder so. Irgendeine Neuerung. Slenderman. Sehen wir da jetzt die Halos? Ja, ich glaube, da sterben wir. Wenn wir. Warte, was auf der Treppe? Dreh ich mal um. Das war es nicht, glaube ich. Ne, da ist so ein Ding. Warte, da ist so ein Bug. Der Ding. Da siehst du das dann. Ah. Da dachte ich, da liegt was. Da hat er wieder die. Irgendein Rohr oder so. Da hat er wieder Räume überschneiden lassen. Ach man, diese Mausbugs halten ja langsam. Wow, da liegt einer. Da liegt eine sogar. Alter, wo geht es hin? Level 4. Dann nehmen wir die auch mal, oder? Ja, da geht's diesem Ding da. Voll groß. Oh. Scheiße, haben wir noch gar nicht contained. Nein, jetzt müssen wir noch hoch. Ja. Fuck you. Nimm den Ring, falls wir das vielleicht. Aber es könnte sein, dass wir dann direkt sterben. Egal, das machen wir. Wir müssen den erst containern eigentlich. Scheiße, der kommt jetzt von unten. Pass auf, der kann durch Wände und alles durchdecken und. Oh Gott. Wir sterben. Lauf! Gasmaske, oder? Wieso Gasmaske? Rechts lang. Der kann jetzt von überall kommen, das weißt du schon. Nein! Run! Run, Nigga. Oh, wir haben Kacke gebaut. Ja, wie fahr halt. Das war jetzt blöd. Das war jetzt nicht so gut. Was, wir sehen ihn da in der Kamera. Wenn wir den sehen, ist es zu spät. Du kommst nicht an dem vorbei. Vergiss es. Und ich geh nochmal zurück, einfach den Weg. Der kommt. Der ist da drin. Ich hab ihn gesehen. Fuck, Alter! Ich hab ihn halt echt in der Kamera da gesehen. Der kommt jetzt von da ungefähr. Wir sterben jetzt direkt. Wir haben einen Ring an, richtig? Wir sind trotzdem in der Pocket Dimension, okay. Der war genau in der Tür gestanden. Ich weiß. Ich will hier raus.
Blumenhut rauskommst. Das Burnout, die lesen nichts, kommen ja nicht insofern. Du hast es ja bisher schon mal einmal über die Brücke geschafft, ne? What the fuck is this? Fuck, hier läuft sich aus. Das ist jetzt nicht so geil. Und jetzt? Sollen wir springen? Da bleibt nichts anderes übrig, oder? Springen nicht. Oh, da geht's. Ah, okay. Aha. Alter, das ist neu. Ja. Junge. Bisschen Spaß macht sogar. Wow! Ich hab mich umgeschaut, weil Wahnsinn. Ich sowas gehört habe, ey. Wahnsinn. Das ist irgendwie gut. Ja. Ja, geil. Neue Pocket Dimension. Oder neues, neuer Abschnitt. Ich weiß nicht, ob das neueste stand, ja nichts in Chantrock, oder? Müssen wir nochmal nachlesen. Vielleicht ich glaube, in Pocket Dimension stand nichts. Vielleicht ist es einfach nur zufallsbasiert, welches Event stattfindet. Durch Zufall hatten wir halt bisher immer dasselbe scheiß Event. Vielleicht weiß einer unserer informierten Zuschauer Bescheid. Mhm. Naja. Alex P. weiß sowas bestimmt. Der könnte uns mal wieder eine Map schicken, eigentlich. Ja. Wir haben ja. Einer hat uns noch eine Map angekündigt, aber der hat mir noch keine geschickt. Aber ich habe ihm gesagt, dass das noch länger dauert, aber erstmal die Map spielen. Und falls dann keine neue Version kommt, würden wir seine dann spielen. Aber ich denke mal, an dieser Map sitzen wir jetzt auch erstmal in den nächsten 2-3 Episoden noch. Bis wir es schaffen. Als nächstes probierst du mal. Ja. Dann bis dann. Bis zum nächsten Video. Der Tschaußen.